Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge They Are Billions. Wir haben die letzte Horde mehr oder weniger gut überlebt. Die haben hier unten echt gut was eingerissen. Das steht außer Frage. Ist ärgerlich, ich habe hier leider einen Platz zu wenig. Ich kann das mal kurz im Pausemodus noch zeigen. Ich kann hier halt keine Doppelmauer mehr hinbauen, ne? Hätte ich vielleicht noch einen weiter rausgemusst, damit wir das hinkriegen. Aber gut, so ist es nun mal. Kann ich jetzt wenig dran ändern. Ich war am Überlegen, erst hier die Mauer zuzumachen. Da brauchen wir aber ziemlich viel Energie. Also Minimum zwei von den, wie heißen sie nochmal? Genau, Tesla-Towern. Da kommen wir halt so schnell nicht hin. Da müssen wir auch noch hier zu machen und da zu machen, sonst fallen die einfach in die Verteidigung von hinten ein. Das wollen wir natürlich weitestgehend vermeiden. Deswegen dachte ich, wenn ich hier nochmal einen Tesla-Tower hinsetze, also da, wo es geht, können wir sogar besser setzen, als ich dachte. Ich habe da nämlich noch nicht nachgeguckt. Könnten wir hier zu machen? Dann haben wir hier noch eine Reihe, die wir zuziehen können. Quasi, passt das? Muss man eben hier lang gleiten. Ja gut, mehr oder weniger. Also wir könnten die hier quasi zuziehen. Wenn ich den hier hinsetze, können wir da auf jeden Fall nochmal eine schöne Mauer langziehen. Vielleicht wird das... Nee, hier wird es nicht reichen. Ich müsste den hier vor dem Feld setzen. Das würde ich halt gerne tun. Das würde ich gerne machen. Wie gesagt, die ziehe ich, sobald die fertig sind, ziehe ich die nach vorne. Ich weiß nicht, ob alle... Ich habe jetzt hier überall so kleine Trupps stehen. Ich muss eigentlich hier unten hin mit denen. Die sind natürlich sehr langsam. Ich mache mal wieder Play. Gut, da sind vier drin. Die halten das hier ohne Probleme auf. Hier unten geht noch ein bisschen die Luzi. Ich weiß noch nicht. Das könnte gefährlich werden. Egal, wir müssen uns den hier hinsetzen. Damit wir da wenigstens eine kleine Verteidigungslinie hinziehen können. Und dann möchte ich unbedingt hier hingehen, dass wir weiterentwickeln können. Dafür brauchen wir, natürlich mehr Häuser, die ich dann auch ein bisschen hier hinsetzen könnte. Denn 1, 2, 3 Häuser könnte ich hier auf jeden Fall hin platzieren. Hier könnte ich auch nochmal zwei hinsetzen. Ich muss mal ganz kurz in den Marktradius gucken. Ich glaube, hier oben würde es mehr Sinn machen, ja. Gut, hier oben macht es mehr Sinn mit den Häusern. Ich weiß, dass wir auch Verteidigung brauchen. Ich bin gerade ein bisschen am Zählen. Hiermit blockiere ich halt den Weg, ne? Oder ich habe keine Steine mehr. Das ist der Grund, warum ich keine bauen kann. Wir gucken mal ganz kurz hier unten, was auf uns wartet. Ich hoffe, wir kommen hier einigermaßen durch, ohne gegen eine Riesenhorde zu kämpfen. Okay, das nächste Gebäude ist fertig wegen der Verteidigungslinie. Ist natürlich hier ist doof mit dem Eingang. Will den aber auch nicht hier hinsetzen. Hier könnte ich halt gut zuziehen. Ah doch, vielleicht setze ich den hier hin. Ich glaube, ich platziere den Eingang hier hin. Und ziehe dann, kann ich eigentlich gedrückt lassen? Ja, so ein bisschen. Da muss man nur aufpassen, wo man hinklickt. So. Und dann haben wir nämlich hier schön die Reihe schon zu. Können den Turm nach vorne verlegen.
hier hingesetzt, dann kann ich da einen anderen Tower hinsetzen. Ah, die werden gut angegriffen. Ich habe natürlich hier oben auch noch die Einheiten stehen, ne? Ich glaube, ich ziehe die... ziehe ich die hier runter? Kriege ich hier? Ich weiß gar nicht, wo ich ein bisschen aufräumen möchte. Ich glaube, ich ziehe die mit hier hin. Fertig. Wir haben auf jeden Fall genug Arbeiter schon mal. Jetzt brauchen wir noch Energie und Stein. Oh, Energie. Energie ist so ein Ding, ne? Das bringt natürlich extrem viel Energie, kostet aber auch ziemlich Ressourcen. Und da bin ich momentan knieperig. Vielleicht setze ich so einen kleinen irgendwo hin. Hier ist natürlich zu. Ah, hier steht der im Weg. Hier ist noch frei. Hier möchte ich halt gerne Häuser noch lang bauen. Ich glaube, ich setze den hier hin. Weil das Entwicklungsgebäude, wenn das passt, würde ich das ja gerne hier oben reinsetzen. Boah, da kommt jetzt gerade ziemlich viel an. Oh, oh, oh. Ein Arbeiter. Eine Nahrung und Gold. Nahrung haben wir halt wirklich auch nicht mehr so viel. Aber ich möchte hier oben nochmal zwei Soldaten, einen da rein. Wow. Boah, das war jetzt gerade irgendwie eine große Gruppe, die da um die Ecke kam. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich es noch schaffe, hier durchzuhalten. Ich bin gespannt. Hier ziehen wir zwei raus. Und ziehen zwei normale rein. Hier oben ist einer fertig gebaut worden. Der läuft jetzt gleich hier oben durch. Da kommt er. Wie gewünscht. Energie haben wir. Holz haben wir jetzt natürlich zu wenig. Ich will hier unten die Ressourcen haben, Freunde. Und eigentlich muss ich hier oben dann auch nochmal so Ballisten und so ein Kram hinbauen. Euch könnt da rein. Und ihr geht da rein. Gut. Das haben wir. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch mehr Energie. So ein Mist. So ein Mist aber auch. Einsammeln und weg. Also hier oben ist wirklich viel los, ne? Hier müsste ich mal vielleicht Spikes hinsetzen, aber ich brauche das Holz jetzt erst. Ich brauche erst Holz, damit wir die nächsten Forschungen machen können. Das ist ein
sein. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Oh, Arbeiter. Das Spiel will mich fertig machen. Nahrung. Ach, Leute. Leute, ich sag's euch. Wenn wir den hier hinsetzen, kriegen wir wenigstens nochmal 17 Nahrung raus. 14. Hier oben würde der das auch noch erhöhen. Aber wahrscheinlich ist die Erhöhung da schon mit einberechnet, oder? Das Spiel will mich mobben. Es will mich einfach fertig machen. Wir brauchen nur 30 Steine, wenn ich das richtig gesehen habe. Hierfür 30 Steine. Das heißt, wir könnten schon mal wieder anfangen, hier so ein bisschen was reinzustecken. Wenigstens so ein Stück für Stück. Nee, nicht alle. So. Jetzt haben wir das Gebäude fertig, genug Energie. Eigentlich müssten wir jetzt alle Ressourcen haben. Ah klar, die Arbeiter fehlen noch. Läuft richtig. Läuft richtig rund, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir können uns natürlich noch ein Warenhaus bauen. Würde uns auch irgendwie nichts bringen. Okay, Häuser. Häuser. Dafür brauchen wir natürlich erst die Nahrungsstätte fertig. 16 kostet das auch, ne? At your service. Attention. Building completed. Also wir könnten uns ein Haus bauen, wenn ich das richtig sehe. Also ein großes auf jeden Fall, ein Steinhaus. Achte so ein bisschen auf die Holz- und Steingrenze. Jetzt können wir uns auch einen Powerplant bauen. Den wollen wir uns aber nicht bauen. Hier haben wir jetzt leider keine Stacheln. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube nicht. Also ich weiß, dass in der letzten Horde das wohl so sein soll, dass die aus allen Richtungen kommt. Das finde ich gar nicht so geil. Muss ich mal in den Raum stellen. Guckt euch das an. Jetzt wisst ihr mal wieder, was ich vergessen habe. Ja, und zwar habe ich vergessen, da ein zweites Tor reinzusetzen. Sehr gut. Komm, Haus, werd fertig. Ich will die Forschung haben. Fuck, aus dem Süden, ey. Kann auch nicht sein, ey. Die letzten kamen auch aus dem Süden. Das heißt, die werden wahrscheinlich wieder hier oben reinkommen. Aber hier habe ich auch das Doppeltor vergessen. Oh, Leute. Warum erinnert ihr mich nicht an sowas? 8 Stunden nur noch. Ich weiß nicht, ob das Tor in der Zeit fertig wird. Oh, dieses... Also... Wir müssen das mal ganz kurz organisieren. Das mache ich mal eben im Pausemodus. Das hier rein. Dann möchte ich eigentlich dich auch noch mal hier haben. Von hier auch noch einen Sniper hier hin. Haben wir noch irgendwo...
Jede Einheit zählt hier, glaube ich. Ihr beide könnt da auch mit hin. Ich hoffe, dass die da hinkommen. Ich müsste eigentlich jetzt, und das muss ich wirklich, damit ich eine Chance habe zu überleben, mir hier mal einen anderen Tower hinsetzen. Ich würde hier wahrscheinlich gerne so einen Shocking Tower hin platzieren. Wer schießen die denn? Die können noch das Tor erreichen. Das finde ich sehr gut. Also wenn die Gegner direkt vor dem Tor stehen. Ich glaube aber, dieser Shocking Tower, der hat natürlich eine kleine Reichweite. Macht aber immens Schaden. Wo wäre denn schöner? Hier? Oder hier? Ist halt die Frage, wie die sich sammeln. Ich versuche das mal zu erklären. Wenn die jetzt alle zum Tor stürmen, dann habe ich natürlich hier eine große Kugel. Und der wird da nicht überall dran kommen. Von hier oben kommt er natürlich besser dran, aber nur, solange sie das Tor anstürmen. Wenn sie hier unten die Ecke anstürmen, kommt der Shocking Tower dann natürlich auch nicht dran. Das wäre jetzt natürlich schön zu wissen, ob die Türme anstürmen. Es war ja so geplant, dass ich hier einen hinsetze. Also ob die Tore anstürmen oder ob die Mauern. Ich setze da jetzt einen hin, ist mir egal. Wenn ich noch Energie habe, Attention. Building completed. Orders, sir. Tell me your darkest. Wir haben auch die Gemütlichkeit, ne? Ne, die sind diesmal woanders. Letztes Mal waren die, glaube ich, nicht hier, sondern hier. Wenn die jetzt natürlich doch hier hochkommen, dann habe ich ein kleines Problem. Weil diese Mauer wird den Ansturm, wie ich das letztes Mal hatte, nicht aushalten. Macht mich bitte nicht schwach. Macht mich bitte nicht schwach. Bitte lauf wieder hier rechts hoch. Ich habe mich jetzt darauf vorbereitet, dass die hier hochkommen. Vorbereitet ist immer relativ, ne? Ja, komm von hier. Scheiße, und sie greifen nicht das Tor an. Fuck. Hier sind zu viele. Kann ich die Seite aufwerten? Ja. Ho, Leute, ey, ich sag's euch. Bisschen haben die noch vor sich, aber auch nicht mehr viel.
Da sind sie durch. Da sind sie wieder durchgebrochen. Boah, ich heb gerade die Hände. Ihr könnt es nicht sehen. Puh. Nächste Horde überlebt. Boah. Haben wir ein Glück, ey. Haben wir ein verdammtes Glück. Okay, wir haben... Holz ist voll. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir müssen ja hier erstmal alles wieder... Ups, den wollte ich nicht. Nee. Hallo? So. Erstmal alles wieder nachbauen. Bin gerade ein bisschen hektisch. Ich verklick mich hier dezent. Na. So. Und Spikes. Auch wieder zuziehen. Ich glaube, der Shocking Tower hat uns den Arsch gerettet. Und jetzt brauche ich Ressourcen. Jetzt brauche ich Ressourcen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob die von hier auch kommen. Puh, das haben wir gut überlebt. Also der Shocking Tower, ich kann ihn nur wärmstens ans Herz legen. Kostet zwar unendlich viele Ressourcen, aber das ist ja gerade mal völlig wert. Muss ich einfach mal, oder möchte ich einfach mal so sagen. Natürlich habe ich wieder die Mauer vergessen zu setzen. Danke. Ah, das war auch super, ne? Also dieser Tipp mit den Doppelmauer, Doppeltor. Man denkt da selber gar nicht so extrem dran. War wirklich geil. Hat mir den unter anderem den Arsch gerettet. Aber diese Stelle hier, ne? Das wird immer noch, das ist unsere Achillesferse, glaube ich. Die ist so schlecht verteidigt. Die ist natürlich auch sehr eng, ne? Also sehr dicht. Wenn ich hier noch aufwerte und in die Ecke hier vielleicht einen schönen Shocking Tower setze. Oh. Vielleicht muss ich die Mauer hier einfach wegziehen und einen weiter nach hinten setzen, damit ich die doppelt bauen kann. Ich probiere das mal eben aus. Holz ist ja nicht unser größtes Problem. So. Und wenn ich jetzt... Warum? Ich kann es auch so zumachen. Es ist jetzt zwar nicht wieder schön, aber selten. Gucken wir mal hier unten, was hier los ist. Bis wir die Ressourcen haben. Wir brauchen nur noch ein... Ach, Energie. Ja, der Shocking Tower braucht Strom. Der braucht Power. Ich will hier halt nichts zubauen, ne? Und ich kenne mein Glück. Das werde ich tun. Wie brauche ich denn dazu so einen großen? Viel Holz und viel Stein. Das will ich halt nicht. Ich will echt in die Forschung gehen. Das ist so wichtig. Diese neuen Einheiten, die man dadurch kriegen kann. Hier könnte ich doch einen hinsetzen. Ich versuche den so dicht es geht hier. Und wir räumen hier unten mal ein bisschen die Zombies auf. So, gib mir Energie und ich baue das Forschungsgebäude. Ich
Da oben hängt wieder so eine Dame fest. Jetzt brauchen wir Arbeiter. Ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass wir da hinkommen. Jetzt können wir auch wieder so ein Ding bauen, ein Powerplant. Das würde uns natürlich echt nach vorne bringen, ne? Von der Energie. Wie viele Arbeiter kriegen wir dadurch? 2. Wie viele Arbeiter bräuchten wir noch? 3. So, jetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt anders. Das machen wir so. Das wollte ich hier hinsetzen. Das war auch schon relativ so gewollt. Nach hinten. Aber wir haben Platz. Geil. Sehr gut. Weil ich weiß auch nicht genau, ab wann man hier irgendwann mal so Heldeneinheiten bauen kann. Ich weiß auch nicht, was dieser Aussichtsturm bringt. Okay. Einfach nur, dass man die Gegner besser sieht oder mehr sieht. Jetzt haben wir wieder Holz und Stein. Stein werden wir direkt mal verbrauchen. Und Holz auch ein wenig auf jeden Fall. Ja, unsere Truppe ist halt einfach zu klein, ne? Also wir brauchen halt mehr. Viel, viel mehr Einheiten. 4, 4, 2. Wenn man, wir haben die Tower in der ersten Reihe immer so ein bisschen besetzt. Also meine Hoffnung ist ja, um darauf mal so einzugehen, die Gegner kommen, stürmen rein, reißen vielleicht die erste Verteidigungslinie weg. Wir haben aber immer noch eine zweite und die Soldaten ziehe ich in die nächste Reihe rein. Also frühzeitig, wenn ich sehe, okay, die Reihe ist verloren, dass ich dann versuche, Stück für Stück nach hinten zu rücken. Ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Aber man hat ja immer noch ein bisschen die Hoffnung. Hier konnte ich jetzt kein Tor mehr hinsetzen, ne? Ne, das geht leider nicht. Schade, dass man nicht diagonal die Tore bauen kann, also das, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich möchte mit der Truppe mal eben woanders hin. Machen wir mal so. Wir holen uns mal gleich ein bisschen Stein. Oder ich gucke gleich mal, was ich brauche. Hier hinten dann dieses Ölgebäude, ne? Wenn ich das richtig drin habe. Cool, fertig. Würde ich gerne wissen, muss ich jetzt hier erst was... Oh, okay, ui, wir können uns... Farm? Das ist ja geil. Also ich kenne das ja alles gar nicht. Also in diesem Bereich war ich wirklich noch nicht der Entwicklung, deswegen gucke ich mir das mal eben alles an. Wir können unsere Stromzufuhr können wir uns erhöhen. Ölplattform. Stacheldraht. Okay. Radarturm. Executor. Huh. Okay, das ist alles ziemlich geil. Da bin ich ja gespannt. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich gucke mir die Gebäude nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben die Horde wirklich gut überlebt. Klar, es wurde was eingerissen, aber es ist auch 75%
Schwierigkeit, das darf man nicht unterschätzen. Ich würde danach die Runde wahrscheinlich mit einer 100er anfangen. Mal gucken, dafür muss aber definitiv noch Optimierung passieren. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne unten was in die Kommentare rein. Tipps, Ratschläge, ich bin für alles offen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Oder eher gesagt, heute ist ja Sonntag. Einen schönen Ausklang des Wochenendes. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von They Are Billions wieder. Bis dahin, beste Grüße.